Schafe ist das gerne gemein. So hast du kleinen Hühner. Herr Chicken, jetzt soll doch kein fettes Huhn. Doch. Jetzt werdet ihr sterben. Du wirst sterben. Ja. Wieso schleppe ich eigentlich Pfeile und einen Bogen mit mir herum? Ich benutze ja sowieso noch gar nicht. Manchmal verstehe ich es nicht. In Skyrim kann ich das ja noch verstehen, weil der einzige Bogen, der in meinem Inventar ist, ist ein Questgegenstand. Und den kann ich nicht rauswerfen. Hier scheint aber nichts zu sein. Okay. 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 Eine Sekunde. Welchen Rang habe ich eigentlich in Magiergilde? Beschwörer. Okay. Dämischer Helm. Hey, Tribonius! Ist das ein Anzeichen dafür, ob die Dwemer verschwunden sind? Die Kiste ist ein Dwemer. Ich meine, guck ihn dir an. Guck die Kiste an. Sie hat einen Kopf. Sie hat einen Kopf. Da steckt jemand drinne. Ich erinnere mich an One Piece. Darf ich an dir vorbei? Ja. Lähmung heilen auf sich selbst. Ja, klar. Sicher. Wenn man sich nicht bewegen kann, dann zaubert man etwas. Um sich wieder bewegen zu können. Zweimal falle ich nicht darauf rein, Befester. Ich habe diesen Fehler nur einmal begangen, als ich das erste Mal das hier gespielt habe und mir einen Zauber gemacht habe, womit man Lähmung heilen kann. Ah, und hier ist das Metallstück, das wir... Metallstück? Dwemerhelm? Ich habe das Gefühl, das Spiel sagt mir, hey, mach was für die Magiergilde. Moment mal! Ich habe letztes Mal behauptet, dass hier Tribonius zu viel Zeit mit gewissen Dätern in Vivek verbracht hat. Und wir wissen ja, dass in Vivek eine Statue von Sheogorath steht. Dem Prinzen des Wahn. Der mich ja damals in den Wahnsinn getrieben hat mit diesen ganzen Hedgebullen und... Das heißt, Tribonius steht in Verbindung mit dem, was hier vorhin passiert ist. Weil das ist nicht normal. Nein. Liebe Freundin, das ist nicht normal. Ah, gemeinsam reisen. Ja, folg mir. Hey, wartet auf mich. Ah, Tribonius möchte wohl so schnell wie möglich was über die das verschwindende Zwerge in Erfahrung bringen. Wobei, sein Plan, von Warnfeld zum Festland einen Tunnel zu graben, das geht auch nicht von heute auf morgen. Ach, Tribonius, ich hasse dich einfach nur. Hey, wartet auf mich. Hey, wartet auf mich. Würde mich nicht wundern, wenn die ganzen Bullen jetzt gespawnt sind. Nach den paar Stunden, die wir hier drin waren. Ne? Dann das. Ich hasse dich einfach nur, weißt du das? Ich werde Albträume davon haben. Albträume! Alles nur wegen dir! Ihr habt mich bis hierher gebracht. Ich kann den Rest des Weges nach Mom. Gnamok schwimmen, wenn ich mich erst ein wenig ausgeruht habe. Von hier aus werde ich das erste Schiff zurück nach Hammerfell nehmen. Ich wünschte, ich könnte euch dafür danken, dass ihr mich gerettet habt.
Doch die Banditen haben mir alles genommen, was ich hatte. Na toll. Behalt dein Kram. Das war der falsche Zauber. Ja, Telekinese. Jetzt kann ich von hier bis zu meinem Haus hier, ne, den, meinen Arm spannen. Ah, ja. Chickens Arm dran. Bonius Rache. Nicht zu vergessen Alduins Rache. Die Beine stecken unter einer Decke. Die Beine stecken sowas von unter einer Decke. Was sagtet ihr? Gar nichts. Vergiss es einfach. Ja, ich bin nicht in Uniform. Scheiß auf die Uniform! Ich werde wieder gemobbt vom Spiel. Alle sind gegen mich. So, sie ist befreit. Ihr habt dann zwar gerettet, das höre ich gern schicken. Und ich krieg nicht mal eine Belohnung dafür, dass ich diese Strapazen auf mich genommen habe. Wie viel Beförderung kann ich machen? Ihr könnt mit den Besten von ihnen kämpfen, doch ihr scheint nicht zu verstehen, wie man Befehle befolgt. Ja, es tut mir leid. Egal. Templerarm. Schienen. Templerhelm. Ich bin jetzt ein Templer. Ein Ritter, deswegen kriege ich Templerrüstung. Ihr habt mich als eure Gesellschaft gewählt. Nein. Ihr ehrt mich. 30! Aber ich kann auch noch diese benutzen, um, ne? Oh. Weil sie wiegt weniger. Meine Fresse, ey. Sivi. Wir gehen jetzt einfach nach Aldruhen. Ich brauche Abstand von diesen Matchbullen. Ja. Rache ist für zu nichts, Chicken. Ich bin ja eigentlich mit der Motivation reingekommen, um mich zu rächen an diesen ganzen Tentakelnviechern. Aber sie rächen mich an mich. Sie rächen sich an mich. Tribonius rächt sich. Alduin rächt sich. Solltet ihr etwas benötigen, so werde ich euch gerne helfen. Dabei... Sag mal, wie hoch ist der Abstand zwischen Morrowind und Skyrim? 207 Jahre oder so. Dabei dauert es noch 207 Jahre. Ich kann nicht mehr. Habe ich gespeichert. Ich speichere einfach nochmal. Wir werden später mit Legion weitermachen. Teilt eure Gedanken mit mir. Ja, ich teilt eure Gedanken mit mir. Ah, jetzt weiß ich wieder, wieso ich die kaiserliche Legion nie gemacht habe. Nein, Spuren der Rohr. Hast du das mal Beförderung für mich? Okay, um den Zauberstab kümmere ich mich später. Aufgaben. Ja, ich habe mich gefragt, ob ihr vielleicht bei einem meiner Gefährten in der dwemerischen Ruine Enshu-Lefting vorbeischauen würdet. Der letzte Ausgrabungsbericht ist schon lange überfällig.
Einer meiner Kollegen, Senilias Cardiusus. Ach, die Namen sind ja noch schwerer auszusprechen. Betreibt in Enchulefting offizielle Forschung. Er sollte mir auf monatlicher Basis einen Ausgrabungsbericht zukommen lassen. Aber diesen Monat hat er keinen geschickt. Macht euch auf nach Enchulefting und findet heraus, was los ist. Ja, Enchulefting. Das war bei Sura, ne? Enchulefting. Na, 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 na. Enchulefting. Suran. Von hier aus führt kein Schlickschreiter nach. Hm? Oh, ich fahre mit Schlickschreiter. Ja. Oh, habe ich dich ausgesperrt? Ja. Wo ist eigentlich der Typ, der immer hier oben stand? Du das? Wollt ihr euren Reichtum? Nein, ich will meinen Reichtum nicht mit dir teilen. Warum sollte ich? Nur weil er hier im Millionenbereich ist schon. Im Gegensatz zu... Wolkenlose Himmel! Wo seid ihr? Bring mich nach Balmora. Ich glaube, ich werde nachher erstmal meinen Kopf gegen eine Wand schlagen. Oder so. Suran. Stimmt, bei Surans Schlickschreiter kann auch ein Netzspule spawnen. Frage mich, ob es auf Masse und Sekunde auch... Naja, da würde sicherlich kein Leben geben. Ein Kagoti. Geht die Sonne gerade auf oder unter? Auf, würde ich sagen. Osten, haha. Über die Berge oder auch nicht. Kampfmusik? Nö, aber da ist Feind. Hallo, Molag Amur. Ich bin wieder da. Und das ist die Eiermine. Von der Lalu-Quest. Ne? Falls ihr euch erinnert. Wo wir damals die Königin getötet haben. Trotz, dass wir versprochen haben, sie nicht zu töten. Also dem einen Typen, der die Mine gehört. Ja, es gibt viele Leute, die sich an mir rächen wollen. Sogar die Toten. Alle rächen sich an Schicken. Indem sie heimlich hier einen Mod installieren... die alle hier tierischen Wesen durch Netzspulen ersetzt. Mein Albtraum. Dann hätte ich doch lieber gerne, dass es nur noch hier Klippenläufer gibt. Die sind wenigstens nicht so gemeint zu mir. Eigentlich schon, sie versuchen mich zu töten, aber... Habe ich eigentlich damals mit dir geredet, als ich dich rausgebracht habe? Nein, habe ich nicht. Ups. Egal. Ach. Na, Chick, du machst dir Feinde. Je höher dein Ruf steigt, der mittlerweile 43 ist, desto mehr Feinde machst du dir.
Ja. Hey Chicken, du hast die falschen Freunde dir ausgesucht. Und zwar die Klippenläufer. Das sind keine Freunde. Sie wollen dich doch töten. Sie sind feindlich gesinnte Kreaturen. Sie werden von allen gehasst. Und du wirst von allen gehasst, dass du sie nicht hast. Mehr. Mehr, ja. Es gab eine Zeit, da habe ich sie auch verabscheut.